Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute haben wir den Trended Up Adventskalender vor uns und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Der Trended Up Adventskalender ist bei dm.de erhältlich, kostet 25,95 und enthält dekorative Kosmetik. Ja, soweit so gut. Er ist nicht so klein, wie es hier erscheint, tatsächlich. 24 Days of a Beautiful Xmas, also 24 Tage eines wunderschönen Weihnachtens. Man kann ihn auseinanderklappen und dann schaut er so aus. Ich finde den hübsch, muss ich wirklich sagen. Also es ist weihnachtlich. Wir haben hier Tannenbäumchen drauf. Wir haben hier nicht wie letztes Mal einfach riesengroß so eine Lady drauf abgebildet. Also mir gefällt das Design definitiv, aber ich stelle ihn besser in den Hintergrund, dann sehen wir ihn in Gänze. Und ich würde sagen, wir starten mit der Nummer 1. In den Kläppchen steht jetzt soweit nichts drin. Und ja, es ist leider ein Kläppchen-Adventskalender. Das heißt, wir können ihn nicht weiterverwenden. Das hier ist ein, oh mein Gott, so schönes Produkt. Trended Up Morphing Shimmer Eyeshadow in der Farbe 010. Boah, das sieht voll schön aus. Ich weiß nicht, ob die Kamera die Sparkles so krass aufnehmen kann, wie er sparkelt. Also das sieht wunderschön aus. Ja, und hier steht auch hinten drauf, extrem pearliger Lidschatten. Definitiv. Hier haben wir die Nummer 2. Natürlich darf auch Nagellack in einem Trended Up Adventskalender nicht fehlen, sollte aber bitte nicht überhand nehmen, genauso wie die Lippenprodukte. Ich bin sehr gespannt, wie das Verhältnis sein wird. Hier haben wir die Farbe 169 drin und das ist so ein, ja, Grün-Gold, würde ich dazu sagen. Ich finde die Farbe schön, aber ich finde sie auf meinen Nägeln nicht so schön, wenn ich ehrlich sein darf. Also das ist, weiß ich nicht, wäre nicht so wirklich was für mich, ne, glaube ich. Lang und schmal ist hier an der Seite die Nummer 3. Da springt uns unser erstes Lippenprodukt natürlich entgegen. Das ist ein Bronzing Lipstick in der Farbe 030. Und ja, den hatte ich auch schon vom letzten Jahr da. Ist mir zu schimmernd auf den Lippen. Das sieht dann so aus, als hätte ich gelbe Zähne. Das ist nicht ganz so meine Welt. Ist schön, definitiv, aber ich kriege davon kein schönes Ergebnis. Die Nummer 4 haben wir hier. Das finde ich mega. Ultra Smoky Lip Liner in der Farbe 040. Und das ist so ein, ja, lila. Das sieht extrem cool aus. Gefällt mir richtig, richtig gut. Ich habe nicht viele Lippenprodukte, die in so einem dunklen Lila sind, aber ich habe das ein oder andere. Und da bietet es sich an, einen Lip Liner zu verwenden, ja, der das Ganze umrahmen kann. Das war ein Reim, sorry. Und ja. Das mag ich, sonst läuft es dann so aus. Gerade wenn du so Liquid Lipsticks oder sowas hast, gerade so krass pigmentierte Produkte bieten sich an, vorher einen Lip Liner aufzutragen. Finde ich cool, auch wenn es wieder ein Lippenprodukt ist, aber das ist ein besonderes Lippenprodukt. Die Nummer 5 könnte vielleicht eine Mascara sein oder wieder ein Lippenprodukt. Das sitzt echt sehr, sehr, sehr krass in diesen Kläppchen drin. Ich nehme hier eine Schere als Aufmachhilfe übrigens. Wir haben Glück und haben hier eine Mascara drin enthalten. Oil-Free Mascara. Und jo, kenne ich jetzt soweit nicht. Wird ausprobiert. Und ist in so einer matt-schwarzen Verpackung drin. Schauen wir uns mal das Bürstchen an. Oh, das ist ein... Da ist nicht so viel Produkt dran, ne? Ich weiß nicht, ob das Wawawoom macht. Ein erdnussförmiges... Faserbürstchen. Nikolaus, die Nummer 6. Die saß fest drin. Es ist ein Nagellack, aber es ist ein geiler Nagellack. Oh mein Gott, finde ich den schön. Christmas Nail Polish ist dann wahrscheinlich extra für den Adventskalender gemacht. Leute, der ist so geil. Warum ist der so geil? Hat jetzt hier keine Farbbezeichnung drauf. Weil diese großen Schimmerpartikel, ne? Das sind Tannenbäumchen. Ich feiere den. Den finde ich richtig geil. Kann ich den gerade über irgendwas drüber machen? Ich habe zwar Topcoat und alles und so über meinen Nägeln, aber ich kann ihn ja mal drüber machen. Und dann schauen wir einfach mal, wie das aussieht. Ich finde es abnormal schön. Es ist ein bisschen schwer, diese Tannenbäumchen dann da rauszukriegen. Oder Tannenbäumchen, Entschuldigung. Aber es sieht auf dem Nagel doch mal sehr fancy aus. Du hast so kleine Goldschimmerpartikel mit dabei und halt diese großen Tannenbäume. Den feiere ich. Den finde ich richtig geil. Okay, wir haben jetzt schon 3 Kläppchen, wo ich sage, ist nicht unbedingt was für mich. Und die 3 anderen darauf folgenden Kläppchen waren jetzt voll mein Ding. Mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Hier haben wir die Nummer 7.
Auch hier versteckt sich mal wieder ein Lippenprodukt drin, und zwar der Ultra Matte Lipstick in der Farbe 482 Matt. Aber es scheint ein schönes Nude zu sein. Das heißt, es ist nicht so eine extravagante Farbe, ne? Und die Lippenprodukte von Trend It Up sind auch wirklich gut. Genauso wie die Nagelprodukte. Ne? Das muss man halt wirklich an dieser Stelle sagen. Und die wollen natürlich im Adventskalender das mit reinpacken, was die richtig gut können. Also ergibt das Sinn. Aber es ist ja gut. Ne? Es ist ein Bronzing Lipstick, ein Lip Liner, ein Lippenstift aus dieser Reihe. Okay. Oh, jetzt habe ich da Haare. Übertreibt's aber bitte nicht, liebes Trend It Up Team. Ich bin gespannt, was jetzt noch kommt. Die Nummer 8 darf wie immer machen, dass es kracht. Und das macht sie. Wow. Da hauen die doch einfach mal in die Nummer 8 eine Lidschattenpalette rein. Es ist eine sehr gefällige, kühle, nudefarbene Lidschattenpalette. Also das finde ich echt cool. Werde ich jetzt nicht bei mir behalten, weil die Töne habe ich schon in vielen Paletten drin. Aber das einfach mal in eine Nummer 8 mit reinzupacken, finde ich sehr nice. Gefällt mir. Wir haben hier sowohl matte als auch schimmernde Töne mit enthalten. Und das ist eine tolle Palette für den Alltag oder auch für Abendlooks. Nicht schlecht. Die Nummer 9 darf machen, dass wir uns freuen. Wir haben hier wieder ein Lippenprodukt Ultra Wear Nude Pen Matte in der Farbe 25. Der passt zu dem Lip Liner, den wir... War das Lip Liner? Nee, Quatsch. Zu dem Lippenstift, den wir eben drin hatten. Hä? So ziemlich eine ähnliche Farbe. Na, nicht ganz. Nein, nein. Das hier ist eher ins Rosane und das ist eher ins Kühlere. Ne? Okay, okay, okay. Wir beschweren uns nicht. Aber es ist halt wieder ein mattes Lippenprodukt. Ne? Ich werde es nicht behalten, weil ich mag nicht so gerne matte Lippenprodukte. Das ist einfach so ein Persönlichkeitsding. Aber gut, ja, wird sich bestimmt jemand drüber freuen. Wird es mit der Nummer 10 so weitergehen? Wir werden es sehen. Leck mich fett, wir haben ja schon wieder ein Quattro drin, eine Lidschattenpalette. Trend It Up Eye Coloring Palette, finde ich richtig gut. Nummer 020 ist das. Auch das wieder so eine wirklich schöne, tragbare Palette. Gebackene Töne finde ich echt schön. Wow, da haben wir zwei matte Töne drin, einen hellen und einen dunklen und zwei Schimmertöne. Geil. Wir sind jetzt auch schon im zweistelligen Bereich und hier haben wir schon die erste Schnapszahl, die Nummer 11. Es ist wieder ein Nagellack, aber ein schöner, in der Farbe 145. Ich weiß nicht, ob das von der, also hier sind 6 ml sowohl in der 2 als auch in der jetzt 11 mit drin gewesen. Die sind ein bisschen kleiner, dafür ist dieser Christmas-Lack mit 11 ml, glaube ich, eine normale Größe. Ich weiß nicht, ich glaube, die haben groß und klein auch bei sich im Sortiment drin. Ich suche euch die Preise ja eh raus. Ich mag aber diese Farbe, das ist ein schönes Rosa. Rosa-Pink, ne? Also ich mag das. Das ist, ach, ihr seht es bei mir ja, ne? Ich habe kunterbunte Nägel, weil ich einfach total drauf abfahre, auf jedem Nagel eine andere Farbe zu haben. Und ich mag es, wenn das halt auch mal ein kräftigeres Rosa ist und das nicht so in Richtung Leberwurst geht, sondern in Richtung Pink. Und das sieht mir danach aus, als würde es auf meinen Nägeln leuchten. Die Nummer 12 ist die Halbzeit. Da schießt sie mir entgegen. Argan Oil Care and Color Lip Gloss. Ach schön, das mag ich leiden. Nummer 020 ist hier die Farbe und das ist eine schöne Farbe. Die mag ich gerne leiden. Die wird einfach so diese natürliche Schönheit der Lippen hervorheben und das Ganze einfach etwas gesünder und voller aussehen lassen. Mag ich. Gefällt mir. Echt schön. Die Nummer 13 ist so klein. Ich hoffe, es ist keine Pechzahl. Sheer Shade Lipstick Nummer 015. Zarter, hochglänzender Lippenstift mit Jojobaöl. Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt. Hä? Das ist ein Stift? Guck mal, wie klein und fein der ist. Das habe ich ja noch nie gesehen. Ich meine, ich muss auch gestehen, dass ich, das war mal wieder ein Reim, dass ich mich auch nicht so intensiv mit der Trend It Up Theke beschäftigt habe, ne? Aber das sieht auf jeden Fall knuffig aus. Und ein schöner Ton. Ich meine, wir haben hier sehr, sehr viele Nude-Töne drin. Andererseits muss man halt auch sagen, wenn wir jetzt hier so kunterbunte Farben mit drin hätten, würden wir uns halt beschweren, weil wir sagen, oh, das kannst du halt nicht im Alltag tragen. So hast du halt wirklich 50 Shades of Nude, aber trotzdem eine Auswahl an den verschiedenen Texturen, die es bei Trend It Up gibt. Denn bislang hatten wir noch, Klopf auf Holz, keine Doppelung von irgendwelchen Produkten und dann einfach nur eine andere Farbe. Ne? Das finde ich eigentlich ganz schön. 14 haben wir hier an der Seite. Oh, das ist wieder so ein geiler Nagellack. Ist der schön. Bold Glitter Nail Polish. Wow. Da sind auch wieder 11 ml drin. 020 ist die Farbe. Ich weiß nicht, das sieht so schön aus. Leute von heute, guckt euch das mal an. Ich hoffe, ja, die Kamera stellt scharf. Ist das nicht schön? Ich versuche den jetzt auch nochmal über irgendeinen Nagel drüber zu machen. Wir haben hier zwar keine Tannenbäumchen, aber wir haben schwarzen Feinglitzer und ich glaube goldenen groben Glitzer. Es sieht irgendwie spektakulär aus. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll.
Es ist einfach mal was anderes. Das habe ich so bei anderen Nagellacken, die ich habe, nicht. Die Nummer 15 befindet sich da an der Seite am Rand. Das sieht man gar nicht. Sieht man gar nicht. Obligatorisch und irgendwie immer drin. Und irgendwie ist es auch so eine Art Running Gag, oder? Dass Trend It Up immer eine Nagelfeile mit reinpackt. Okay, ich kann sie gebrauchen. Definitiv. Aber man freut sich jetzt im Adventskalender da nicht so ultra drüber, ne? Weil das nicht so was Specialiges ist. Ja, es ist eine Mini-Nagelfeile. Ich weiß nicht, ob man die so kaufen kann. Ansonsten werde ich da auch einen kleinen Schätzungspreis für machen, ne? Ist okay, es ist eine Nagelfeile. Komm, hau raus. Die 16. Ich bin so ein Horst. Was habe ich gemacht? Das Kläppchen mit dem Finger, den ich gerade frisch lackiert habe, geöffnet. Sieht fancy aus, ne? Sieht aber auch irgendwie nicht gesund aus. Okay, hier haben wir den 2-in-1 Space and Topcoat. Der war letztes Jahr, glaube ich, auch drin. Was ich bei diesen Fläschchen nicht so gerne mag, ist, dass das alles nicht so hält. Also normalerweise hast du ja so ein Nagellackfläschchen. Also fancy finde ich die Verpackung, sieht hübsch aus, ne? Aber ich finde es schön, wenn ich hier halt so meinen Kram rausdrehen kann, hochdrehe und dann habe ich halt genau Platz für mein Pinselchen. Und bei diesen Dingern hast du halt einfach oben viel zu viel Platz und irgendwie... Ich mag die Verpackung nicht so gern. Also hübsch sieht's aus, aber es ist total unpraktisch. Ja. Die Nummer 17. Pure Color Pigments. Okay, da bin ich kein Fan von losen Pigmenten, aber du kannst es super schön verwenden auf Nagellack oder wo auch immer man das anwenden möchte. Hier habe ich jetzt die Farbe 030. Hier sind drin, weiß ich nicht, ist wohl eine Full Size. Gehe ich jetzt einfach mal ganz entspannt von aus. Sieht total schön aus. Ist glittery, flittery. Passt auch in einen Adventskalender definitiv mit rein, ne? Aber ja, es ist jetzt nicht etwas, was jeder jeden Tag verwenden möchte oder so. Aber es ist mal was Spezielles. Deswegen finde ich es auch cool, im Adventskalender sowas mit drin zu haben. Die Weihnachtswoche ist angebrochen und die Nummer 18 wird uns hoffentlich irgendwas Cooles geben, um uns da weihnachtlich drauf einzustimmen. Keine Ahnung. Au. Es ist ein Lippenprodukt und zwar eine Ultra Matte Lip Cream, die jetzt passend, naja, einigermaßen passend, aber auch nicht wirklich passend, zu dem Lip Liner wäre. Eine krasse Farbe, ne? Sieht unheimlich cool aus. Weil es matt ist, wird es leider nicht bei mir bleiben. Aber ich finde die Farbe affengeil. So eine coole Farbe, Leute. Ist einfach mal was Spezielles, ne? Wir hatten eben ganz viel Nude drin und zu Weihnachten kannst du es jetzt krachen lassen. Die Nummer 19. Gloria Lipstick. Habe ich auch noch nie gesehen. Das sieht ja schön aus. So lachen, wenn ich meinen Fingernagellack sehe hier. Was ist das denn hier? Was bist du denn? Farbe 010. Sagt mir gar nichts. Habe ich noch nie gesehen in der Theke. Das sieht voll, die Kappe sieht schön aus. Oh, das ist so richtig... Oh mein Gott. Das ist... Ja, Hammer, ne? Der scheint und funkelt in allen Farben. Das sieht schön aus. Herzlich willkommen im 20er-Bereich. Wow, das ist in der Farbe 010 das Holo Finish Powder. Glitzert man dann holographisch im ganzen Gesicht? Ich weiß nicht, das scheint eine Full Size zu sein. Nicht schlecht, das ist ein loses Puder. Ist natürlich noch verschlossen, hier haben wir sogar ein Puffelding mit dabei. Ist das wirklich holographisch? Ja, wenn ich das so halte, ich sehe da richtig Schimmer, ne? Ich weiß nicht, ob ich das im Gesicht verwenden würde. Vielleicht als losen Highlighter oder so. Aber ich muss halt auch gestehen, dass ich aus der Phase meines holographischen Highlighters echt sehr weit entfernt mittlerweile bin. So geil ich es finde, ich glaube nicht, dass es bei mir bleiben wird. Die Nummer 21. Ich möchte an dieser Stelle kurz anmerken, dass wir bei der Nummer 21 sind und ich den Adventskalender noch nicht vollends zerstört habe. Das sah auch schon mal anders aus. Wir haben hier noch eine Mascara drin und zwar die Number One Mascara. Die hatte ich, glaube ich, letztes Mal auch schon drin und die schaut so aus. Da kann ich euch jetzt leider nicht das Bürstchen zeigen, weil die weiter wandern wird, denn die andere wollte ich einfach austesten und die hier gebe ich dann einfach mal weiter. Die Nummer 22, Number One Eyeshadow, habe ich in der Farbe 040, scheint aber einfach... weiß zu sein? Weiß ich nicht. Haut mich jetzt ehrlich gesagt nicht so vom Hocker, einen Monolidschatten in weiß hier drin zu haben. Nicht nur wegen Monolidschatten, sondern weil es weiß ist. Es ist eher unspektakulär. Da war die 1 schon irgendwie cooler unterwegs. Der Tag vor Heiligabend, die Nummer 23. Two-Tone Lipstick. Mhm. Ist die Farbe 010. Ich
weiß jetzt nicht. Oh, ich sehe es jetzt schon von oben. Upsala. Das ist so ein Lippenstift, der, das haben wir auch schon bei L'Oreal gesehen und bei Yves Saint Laurent, glaube ich auch. Auf jeden Fall ist das halt einer so zum Rausdrehen und dann hast du in der Mitte einen anderen Kern als außen drum zu. Und das kann halt wirklich ein richtig schönes, gepflegtes Finish geben. Und das ist auch ein sehr, sehr angenehmer Ton. Also so ein bräunliches Rot. Kommen wir jetzt zu Heiligabend. Was war das? Ich weiß es nicht. Zu Heiligabend, die Nummer 24. Bin gespannt. Also Nagellack ist es nicht anhand des Kläppchens. Ne? Hätte ich das jetzt nicht vermutet, haben die jetzt vielleicht tatsächlich noch eine weitere Lidschattenpalette hier reingehauen? Gucken wir mal rein. Oh nee, wie geil. Das ist ein Highlighter. Und letztes Jahr hatten wir auch zwei Highlighter mit drin, die richtig schön waren. Oh mein Gott, ist der schön. Entschuldigung. Stell dich mal eben weg. Und zwar ist das der Natural Radiant Highlighter in der Farbe We Wish You a Beautiful Christmas. Genau. Da hatten wir letztes Jahr auch welche von drin, die auch sehr gut waren. Die hatte ich weiter verschenkt. Aber den hier möchte ich gerne behalten. Mit Sternchen drauf. Wobei der könnte vielleicht ein bisschen zu dunkel für mich sein. Und die Sternchen sind als Tannenbaum angeordnet. Ist das nicht beautiful? Oh mein Gott, den behalte ich auch. Den swatche ich jetzt auch einmal mit euch. Ja, das ist ein schöner Ton. Der wird mir auch stehen. Das wird funktionieren. Oh. Nicht zu intensiv. Eher subtil. Aber schön, ne? Das ist ein Knallerprodukt für die 24. Muss ich wirklich sagen, das haben sie gut gemacht. Kommen wir zum Fazit des Adventskalenders. Ich finde, dieses Jahr ist der Adventskalender voll Bombe. Also nicht nur, weil wir hier zwei Lidschattenpaletten einfach mal so drin haben, sondern halt auch dieses Finish Holo Powder, was durchaus ziemlich geil sein kann. Aber ich traue mich nicht, das auszuprobieren. Der Highlighter ist Hammer. Die Nagellacke, der Wahnsinn in Tüten, finde ich sehr spektakulär. Einfach mal was anderes. Wir haben eine schöne Auswahl hier mit dabei und halt nicht so diese klassischen Doppelungen, was wir die letzten Jahre hatten. Ich war letztes Jahr echt nicht zufrieden und vorletztes Jahr, glaube ich, auch nicht so wirklich. Aber dieses Jahr finde ich den sehr geil und kann ihn empfehlen. Ich glaube, der ist sogar günstiger als die letzten beiden Jahre. Oder 25,95? Haben die nicht letztes Jahr 30 oder sogar 40 Euro gekostet? Ich finde den klasse. Ich kann den empfehlen und deswegen, ne? Also schaut da auf jeden Fall mal, ob ihr Bock drauf habt oder falls ihr, keine Ahnung, jemanden kennt, dem ihr sowas schenken möchtet, den kann ich empfehlen. Doch, das war's hier von mir, ne? Ja. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalendern von diesem Jahr. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!